mich war so der entscheidende Grund, hier teilzunehmen, also mich für das Kinder- und Jugendcoaching-Seminar anzumelden. Global betrachtet, dass ich die Welt etwas besser machen möchte und dass ich Menschen helfen möchte. Es gibt ganz viele tolle Methoden, die auch nichts mit Esoterik oder irgendwas anderem zu tun hat, sondern einfach nur wissenschaftlich fundiert sind, wie man Menschen helfen kann und dass sie in ihre Potenziale kommen, dass sie in ihre eigene Energie kommen, dass sie in ihre eigene intrinsische Motivation kommen. Und das war so für mich der Grund, mich anzumelden und teilzunehmen und das aufzusaugen und die Methoden dann nachher weiterzugeben. Ganz viele tolle Methoden dabei. Was mir sehr gut gefällt, unter anderem, ist halt jetzt die Fantasiereise, weil man so mit sich selbst irgendwie so ins Reine kommt, so in sich reinhorchen kann und das, ja, ist schwer zu sagen. Ich finde es halt einfach sehr, sehr angenehm und man wird sich so selbst wirklich bewusst und kann sich selber sehr gut spüren und das ist schon ein gutes Gefühl. Am Anfang so das Gefühl, so ein paar Mal, weil er so ganz viele tolle Sachen gesagt hat, dass ich so ein bisschen in den Spiegel gucke, also seine Art mit Menschen umzugehen, die Wertschätzung, die Menschen auch wahrzunehmen und genauso leitet er das halt das Seminar. Also total offen und diese Offenherzigkeit, dieses Engagement, diese Leidenschaft, das kommt halt rüber und das überträgt sich dann auch auf die Seminarteile. Oder zumindest überträgt sich auf mich.